Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute wollen wir uns das Bootstrapping in der main.typescript-Datei anschauen. Und die findet ihr natürlich hier in SRC ganz außen hier. Einfach mal aufmachen, dann findet ihr das hier. Zumindest so ähnlich solltet ihr es vor euch haben. Und ja, die ist verantwortlich fürs Bootstrapping. Bootstrapping bedeutet, wie alles geladen wird. Bootstrapping ist was relativ praktisch ist und was man auch super gut eigentlich verstehen kann, zum Beispiel am Betriebssystem. Ich mache mal kurz ein Beispiel. Euer Betriebssystem macht Folgendes mit euch und das schreibe ich jetzt hier einfach mal unten drunter. Das ist kein Code, das ist nur beispielhaft, okay? Euer Betriebssystem lädt erstmal den Kernel, so heißt das Ding. Der Kernel wiederum lädt alle Anwendungen, das heißt sowas wie euer Interface, also das, was ihr sehen könnt, zum Beispiel eure Oberfläche, wie jetzt eben bei mir in meinem Fall Cinnamon oder im Windows-Fall eben die Windows-Oberfläche, also das, was man tatsächlich sehen kann. Dann werden Hintergrundprozesse geladen, wie zum Beispiel der Virenschutz, falls ihr einen habt, oder falls auch nicht, dann habt ihr halt keinen, egal. Also einfach andere Programme werden geladen und das wird alles vom Kernel gemacht. Das Interface wiederum macht aber auch wiederum solche Ladevorgänge. Das heißt, das Interface lädt zum Beispiel den Fenstermanager. Das heißt, dass die Fenster irgendwie nebeneinander angeordnet werden. Dann lädt das Interface aber auch noch den Explorer. Das heißt, dass ihr durch Dateien durchgehen könnt und so weiter und so fort. Und dann lädt das Interface vielleicht noch ein Terminal oder sowas. Also solche Sachen tatsächlich. Weil es nur ein Beispiel, ein relativ grobes Beispiel ist, auch nicht unbedingt alles korrekt, was ich da gerade verzapft habe, aber so grob den Bootstrapping-Prozess solltet ihr verstanden haben. Ein Modul lädt was anderes und ein Modul lädt halt nicht nur ein anderes, sondern halt mehrere andere Dinge. Und im Endeffekt ist die TypeScript, also die main.ts-Datei hier genau dafür da. Sie lädt andere Module. Und in unserem Fall haben wir nur ein Modul, nämlich das App-Modul und deswegen, naja, es sind auch noch ein paar andere Dinge hier da, die geladen werden, aber das sind eher diese Hintergrundmodule und das wollen wir uns ganz kurz angucken. Wie wir hier sehen können, dieses Plattform Browser Dynamic, das ist hier unten wieder zu finden, das ist einfach nur eine Funktion, die fürs Bootstrapping gebraucht wird, die macht sozusagen das Richtige, je nachdem, was für ein Browser benutzt wird, also ob wir jetzt Firefox benutzen, ob wir auf einem Mobile sind, ob wir, keine Ahnung, Chrome benutzen oder whatever. Und die macht sozusagen das automatisch Richtige und dann sehen wir hier Bootstrap Module App Module. Und das App Module haben wir hier importiert aus unserem app.appmodule.typescript. Das .ts muss hier nicht mehr rein. Und das bedeutet, wir laden einfach sozusagen unser App Module. Und was eben von dem App Module alles geladen wird, das ist hier sozusagen definiert. Das heißt, okay. Und wir sehen hier Bootstrap, das ist im Endeffekt das, was dann vom App-Module geladen wird, nämlich App-Component. Wir können aber auch mal ins App-Component reingucken und, oh, hier geht's nicht weiter, schade. Naja gut, aber reicht ja auch erstmal. Wir haben Zweierprozess sozusagen, also die Main-TypeScript lädt das App-Module lädt die App-Component und dann war es das halt auch schon wieder. So, und falls irgendwie ein Fehler auftritt, dann macht es halt ein Log von diesem Fehler auf die Konsole. Können wir natürlich auch ändern, wenn wir das wollen. So, und dann haben wir noch eine andere Einstellung hier, und zwar, wenn Production Mode enabled ist, das heißt Environment.production, also wenn wir das Ding auch wirklich deployen wollen, also raushauen wollen, dass es alle angucken können, dann enablen wir eben den Prod Mode. Das macht zum Beispiel, nur als Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ob es tatsächlich in dem Fall jetzt schon so konfiguriert wurde, aber das macht zum Beispiel, dass man Logs in irgendwie eine Logdatei oder sowas schreibt. Für solche Dinge kann man eben so einen Production Mode verantwortlich machen. Okay, ja und das war es eigentlich auch schon wieder, was ich euch heute erzählen wollte. Nächstes Mal gucken wir uns endlich nicht mehr so viel mit den, vielleicht machen wir doch noch ein bisschen was mit den Konfigurationsdateien, wir werden sehen. Okay, dann war es das von meiner Seite wieder mal und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.